Oh Du hast gesagt, dass die, die sich von Haram ernähren, kommen mit Jannah. Rasulullah sagt das. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Vater verdient Haram Geld und seine Kinder essen von dem Essen? Hören wir dazu? Also wenn der Vater Haramgeld erwirbt und davon Essen und Trinken kauft und die Kinder keine andere Möglichkeit haben, dann sind sie davon befreit. Wenn sie keine andere Möglichkeit haben, an Essen und Trinken zu kommen, dann sind sie davon befreit. Aber sie müssen trotzdem, wie die Gelehrten sagen, ihn ermahnen und ihn dazu bewegen, dass er diese Arbeit lässt. Wallahu a'lam. Ja, dhakira al-ashab.